Frachter war das. Kein Kriegsschiff. Kein direktes Kriegsschiff. Drücken wir, was ist denn auf Start eigentlich? Sammlung Charaktere, okay. Junior, retire la tête à l'image. Vor allem, was auch eine geile Grafik das Game hat. Es wirkt halt echt wie ein Film zum Teil. Die Szenerie kennen wir aus dem Tutorial, aus dem Prolog. So rum, nicht Tutorial. Naja, eine riesengroße Todesfalle. Wunderbar. Hauptsache, du hast eine Taschenlampe. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Sag ich doch. Warum musst du mich wiederholen? Ich war schneller, ich war schneller. Lalalala. Verloren. Bleibt aber auch überall hängen, ne? Scheiße, ey. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Hand. The Mask of Madness. Kann ich das angucken? Vielleicht auch eine Vision? Nee. Ach komm, geh da rein jetzt. Ach du Kacke. Was zum Teufel wollen diese Idioten von uns? Das ist eine gute Frage. Ah, mehr! Was war das? Okay. Puh, hier gar nicht mal so einfach immer die Orientierung zu behalten. Alter, da ist irgendwas zum Mitnehmen. Oder angucken. Und dann hier. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Ist ja komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat. Antritt um 2400. Siehe Dienstplan. Da ist so irgendwas. Schon wieder? Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gern da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern. Machen. Just geordnet. Ah, hat's eingesteckt. Aber vielleicht wurde er krank durch den Frachtraum, wenn da unten irgendwas ist. Oh, Sam! Jetzt brauche ich Sie! Okay, ihr alle in den Raum. Ich glaube, wenn man einen Fehler gemacht hätte, hätte können Brad zum Beispiel jetzt immer noch dort unten sein und ertrinken. Der wäre dann aufgestanden und wäre allein auf dem Schiff gewesen, auf dem sinkenden Schiff. Wäre eine mögliche Option wahrscheinlich gewesen. Also denke ich, haben wir gut gehandelt. Hey, es ist dunkel
hier drin. Für einen Anfang. Wir brauchen Licht. Oh. Danke. Ja, die sind auf jeden Fall mal nicht ganz so asozial. Also irgendwas, ich glaube nicht, dass die uns eigentlich was antun wollen. Sonst hätten die uns jetzt auch kein Licht gegeben, da hätten sie drauf geschissen. Aber keine Ahnung, was ihre Motive sind. Was sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Ach so, die Mandschurei Gold ist ein Schiff. Okay. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Wir haben eine Tetanus-Spritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also... Ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. 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 So, wir spielen ihn und können hier Zeitung durchblättern. Okay. Was ist hier passiert? Interessant. Gangland. American Overseas, Bandenmord, Mord von 1947, Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hodgson-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein und war nach eigenen Angaben den Relikten. Das ist eine Rechnung mit Einzelposten für all die, Extras? Ja, Entführung 750 pro Kopf, Extrazahl 350 pro Stunde. Das haben wir hier wieder eine Vorahnung. SS, da unten steht die SS. Aber wie ist der Schiffsname? Sehen wir nicht. Lol. Was glaubst du, war dieses Schiff? Ja, Spaceship. SS. Ja, Spaceship. Ne, ich weiß gar nicht, für was die Abkürzung ist bei Schiffen. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Ich weiß immer, dass Schiffe oft mit SS abgekürzt werden. Das heißt wahrscheinlich Seaship oder was weiß ich, keine Ahnung. Könnte aber genauso gut Spaceship heißen. Aber die hat es ja damals noch nicht gegeben, als die Abkürzung wahrscheinlich erfunden wurde. Ja, ich mal davon aus, so irgendwas heißt es. Wer das weiß, der kann es mal gerne in die Kommentare schreiben, für was diese Abkürzung eigentlich genau steht. Habe ich immer wahrgenommen, aber nie wirklich hinterfragt. Hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Klasse. Der Wachdienst in den Laderäumen... Auf einem Geisterschiff. Bei Wachdienst in Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen. Aber ich trage dich immer bei mir. Deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein, liebe Miller X. Okay.
äußerst unheimlich. Man weiß, was aus ihnen geworden ist, oder vermuten kann, was aus ihnen geworden ist. Unheimlich. Lol. Damit könnte man die Tür knacken. Ein Draht vielleicht. So Drahtbrille. Ich will nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Halt die Augen offen nach der nächsten Gelegenheit. Verstanden? Ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie viel anstellen wollen, sonst hätten sie ja schon irgendwas gemacht. Vor allem hätten sie uns nicht noch Licht gegeben und so ein Kram. Hm. So, was ist das hier? Oh. Der Heimgang. Ein Luftschacht. Nice. Hey, guck, was ich gefunden habe. Also ein bisschen belauscht. Die wollen also Geld. Eigentlich. So, was haben wir denn hier noch? Hier war auch irgendwas aufgeploppt oder kann man hier nur reden? Ah, nee. Warte mal, da ist aber noch was. Oder? Kann ich da wechseln? Nee. Hm. Ups. Ah. Hier laufe ich doch schnell. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey. Hier, hier. Hinten liegt eine Brille. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, wow, wow. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Wo wir auch landen. Es kann nur besser werden. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Naja, ich bin saugut mit Ablenkungen. Ja, komm, ich versuch's mit dem Ablenken. Versperren ist scheiße. Obwohl ich... Was macht ihr denn da draußen? Achterstücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Hackfressen. Ja, ihr schwierigen Korsaren. Ja, ja, hier. Also die Piratenpapageien von den Schultern. Und zerstampft sie zu Ringbogen eintopfen. Hey. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr, dass mein Präsident euch sagt? Das wird er denn nicht. Dich. Euch alle. Persönlich. Höchst persönlich. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir! Hallo! Beeilung! Wieder hinstellen. Das probieren wir auf jeden Fall. Da kommen wir zwar auch nicht mehr rein. Nice.
So, jetzt sind wir auf dem Geisterschiff. Fuck it. Also wir sind die ganze Zeit auf dem Geisterschiff, aber jetzt sind wir mehr oder weniger frei beweglich. Wir müssen jetzt weiter. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Und an dieser Stelle, liebe Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. In Man of Medan von Supermassive Games. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wir sehen uns das nächste Mal. Macht euch den schönsten aller Tage und fröhliches Gruseln. Bis dahin, euer Spooky Five. Bye, bye, bye.